Herzlich willkommen bei mir in der Küche. St. Patrick's Day steht kurz bevor. Aus diesem Anlass haben wir uns einen absoluten irischen Klassiker vorgeknöpft, den Shepherd's Pie. Und das ist sozusagen ein Auflauf aus zwei Komponenten. Einmal haben wir das Fleisch, das mit den Gemüsen geschmort wird. Das Ganze wird unter einer Kartoffelkruste gebacken im Ofen. Und wie das Ganze geht, das wollen wir uns jetzt anschauen. Ja, unser Fleisch schmort jetzt gerade schon vor sich hin. Das heißt, ich bereite jetzt die Kartoffelkruste zu. Dafür habe ich mir wenig kochende Kartoffeln gegart. Die werde ich jetzt durch ein Sieb treiben. Und das Ganze wird dann gemischt mit Butter, etwas Cayennepfeffer, Eigelb mit etwas Milch verquirlt, Frischkäse, dann dem geriebenen Cheddar und noch ein bisschen Pfeffer, Salz, Hauch Muskatnuss. Und das Ganze werden wir schön zu einer homogenen Masse verarbeiten. Das kommt dann oben auf das Fleisch drauf, aber das zeigen wir dann sowieso nochmal. Also ich gebe das jetzt erstmal hier durch ein Sieb. Man kann es auch einfach nur so zerstampfen, aber ich habe das gerne fein. Und ich habe jetzt hier so ein hölzernes Gerät dafür. Man kann es genauso gut mit einer Kelle machen, mit einer Metallkelle. So hat man halt ein sehr schönes, feines Püree ohne Stücke. Diese Pies sind natürlich eher was Rustikales. Und ich finde, wenn man es dann so ein bisschen verfeinert, indem man diese Kartoffelkruste eben schön durch ein Sieb gibt, dann wird es ein bisschen raffinierter. So, unsere Kartoffeln sind durchgetrieben durch Sieb. Das heißt, jetzt gebe ich die Butter dazu. Arbeite das ein. Jetzt gebe ich den Frischkäse dazu. So, auch die Eigelbe mit der Milch. Dann noch etwas Pfeffer, Salz, Muskatnuss gebe ich auch noch einen kleinen Abrieb dran. Das ist immer gut, Kartoffel und Muskatnuss. Oh, geht eigentlich nicht ohne. Das Eigelb hilft jetzt der Kartoffelkruste so ein bisschen auch die Bindung dann zu bekommen, wenn es gebacken wird. Und dem Ganzen auch eine schöne Farbe noch zu verleihen. Dann arbeiten wir jetzt den Käse ein. So, der Käse verleiht natürlich dem Ganzen die Würze und Cheddar ist natürlich ein absolutes Signature-Produkt aus Irland. So, wunderbar. Ich würde sagen, wir schauen mal nach unserem Fleisch. Die zwei wesentlichen Bestandteile unseres Shepherd Pies haben wir jetzt zubereitet. Jetzt wollen wir sie zusammenführen, bevor wir das Ganze in den Ofen geben. Ich habe hier das Lammfleisch drin, was ich angebraten habe, mit dem Knoblauch und den Zwiebeln zusammen. Dann habe ich etwas Tomatenmark dazu gegeben, das Ganze anschwitzen lassen. Dann die Karotten dazu, habe abgelöscht mit Guinness und ein bisschen Geflügelbrühe. Habe das jetzt alles vielleicht 15 Minuten köcheln lassen. Und ja, es ist genau so viel Flüssigkeit, dass es sozusagen bedeckt ist. Ein bisschen, es soll nicht zu suppig sein, sondern es soll jetzt so ein bisschen noch garen können in der Flüssigkeit. Und natürlich wollen wir nicht, dass unser Kartoffelpüree sich gleich auflöst und wegschwimmt. Wir wollen keine Kartoffelsuppe haben, sondern wie gesagt, diesen Pie. Das heißt, ich muss jetzt diese Masse oben aufbringen. Das werde ich hier mit einer Palette mache ich das. Ich mache jetzt sozusagen erstmal eine Lage oben drauf und dann werde ich das Ganze noch so ein bisschen glatt streichen und ein kleines Muster reingeben, dass es dann hübsch aussieht. So, das Ganze wandert jetzt in den Ofen und dann warten wir, dass es eine schöne braune Kruste gibt und dann lassen wir es uns gleich schmecken. Ich würde sagen, so muss ein wunderbarer Shepherd's Pie aussehen. Herrlich golden. Macht mir richtig Appetit. Werde ich jetzt hier mal anrichten. Mal schauen. Das ist hier ein schönes Eck.
So, und das ist unser wunderbarer Shepherd's Pie. Ein rustikales Gericht mal, aber das darf ja nun auch wirklich mal sein. Und schmecken tut es dafür umso besser. Dazu habe ich mir hier noch ein kleines Gläschen vom Grünfeld Lieder von Lensch eingeschenkt. Das wird mir auf jeden Fall gut schmecken. Sagt mir Bescheid, ob es euch auch geschmeckt hat, wenn ihr es nachgemacht habt. Und ansonsten bleibt uns gewogen.